Wieso ich euch diese heute zeige oder so halb auseinandergefallene oder aufgeschnittene Igelbälle oder wie sagt ihr dem, ist eigentlich alle Fehlstellungen der Füßchen. Also habt ihr eine große Lücke zwischen den Zehen, auch Hallux-Betroffene, heißt es immer wieder das Beste, um zurückzukommen zu einer Gesundheit des Fußes, ist ein Fuß, der eine Wölbung hat. Also etwa, ich mache es jetzt mit der Hand, das ist der Boden, ein Fuß, der so eine Wölbung hat, der greifen kann, der auch seinen Lebensweg begreifen kann, wenn wir es denn übersetzen möchten. Aber je mehr ihr da rollen könnt und euch fast wie massieren am Fuß, je besser wird eure Gesundheit. Denn überlegt euch mal, jeder Hallux, jede Spreizzehe, jeder Plattfuß, der hat fast eine Wölbung von einem U, das auf diese Weise geht. Und das ist nicht gesund. Unser gesunder Fuß hat eine Wölbung, die nach unten geht, die also greifen kann, die vorwärts gut barfuß einen Berg hinunterlaufen kann. Das geht, ihr rutscht aus, wenn ihr diese Taktik nicht habt, wenn ihr diese Muskelchen nicht habt. Und die meisten Muskeln sind in diesem Mittelfußknöchelchen. Das heißt, wenn das nicht benutzt wird, nicht trainiert wird, zieht sich das zurück und der Fuß kann einsinken. Meistens macht einem das Leben analog dazu platt, dass es wirklich zu so einer drastischen Fußveränderung kommt. Und um wieder wirklich das Leben im Griff zu haben, um wieder geradeaus gut gehen zu können, einen Hang hinunterzulaufen, zu Hause auch bei den Treppen wirklich gute Übungen zu haben, ist es wichtig, dass ihr trainiert. Kauft euch doch so ein paar Bälle. Das sind Hundespielzeuge oder Tumblerbälle oder so in diesem 1-Euro-Laden. Wann immer ich die sehe, in allen Farben, kaufe ich die, verschenke die auch wieder meinen Klienten. Also ich weiß nicht, wie viele Igelbälle ich zu Hause habe. Unter der Dusche, beim Zähneputzen, bei der Kaffeemaschine. Das heißt, immer wenn es da liegt, weiß ich, okay, ich warte auf den Kaffee, ich rolle ein bisschen an beiden Füßen und das tut wirklich gut. Also auch, um bewusst im Alltag zu sein, weil diese Igelis, diese Peaks, das ist ja wie eine kurze Massage und das tut gut und erinnert immer so häppchenweise wieder meinen Fuß. Wir wollen den richtigen Greifmuskel trainieren und so ein Hallux, ein Hammerzeh, ein Krallenzeh wirklich nicht entstehen lassen. Und wenn ihr schon so welche habt, eben trainieren. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.